Seid gegrüßt zurück zu Edge of Eternity. Wir haben vorhin gegen eine Horde Affen verloren. Drei Wellen haben wir besiegt. Die vierte hat an uns besiegt. Ja, wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir bessere Ausrüstung bekommen und vielleicht noch einen zusätzlichen Charakter. Vielleicht kommt Myrna nochmal dazu. Kriegen wir aber auch jemand anderen. Und in der Zwischenzeit jagen wir den Patriarch. Oh. Wir haben den Patriarch gefunden. Sieht aus wie eine Spinne. So vorne. Den Fangzähnen. Ein überlegener Edelstein. Plus 5 Angriff, plus 4 Tempo, plus 57 Leben Erde. Nimm Moment zu zweit. Hat 6 Beine. I will commend your soul to the gods. Es ist nur einer, oder? Und da ist eine Truhe. 190 Schaden. Okay. Verteidigungsbrecher. Und Eis. Und Todesmarkierung. Darkness before dawn. Okay, Eis ist neutral gegen den. Wie sieht's mit einer Brandbombe aus? Elektro? Brauch nicht, ne? Darion, heil dich mal. Erde vielleicht. Oh, Erde ist dafür reduziert. Und boom. Nee, Erde ist auch neutral. Immer mal ausweichen hier, Darion. So, sprich dem mal nochmal Verteidigung. Und wir machen noch eine Brandbombe hin. Selene. Ja. Erde, Blitz, Wasser. Schwerkraft können wir noch benutzen. Aber wir kriegen hier im Moment verstärkt. Und das ist mir dann doch egal, herauszufinden, was seine Schwäche ist, um den Kampf zu nehmen. Es ist schlicht und ergreifend verstärkt. Das ist die Hauptsache. So. Und nochmal. So, Darion hinlaufen. Ein Schlag dürftest du, glaube ich, nur überleben. Du kriegst eine Tode. Irgendwas habe ich da. Ich bin da. Dann gucken wir, dass wir doch noch aus. Dass wir ihm doch noch mal Schwerkraft überdonnern. Moment, gerade noch möglich. Einmal kannst du noch ausweichen. Ist das war jetzt blöd? Ah, du überlebst aber noch. Immer ausweichen. So, ist auch neutral.
Aber wir haben den Set oben gekriegt. Das ist auf jeden Fall gut. So. Level up. Giftdrüse. Eine Drüse voller Gift, das so stark ist, dass ein einziger Kratzer auf der Hand seinen Biss im ganzen Körper spüren lässt. Mit Sorgfalt und vor allem in Handschuhen geerntet. Gift eines roten Witwelings. Eines schrecklichen Arachnoiden, der entlang des Ketzerpfads umherstreift. Das sollen wirklich Spinnen sein. Für mich sehen die aus wie Affen, nicht wie Spinnen. So. Haben wir auch den Auftrag. Oh, was war das? Keine Ahnung. Wir gehen die Belohnung abholen. Und dann weiter. Hier müssen wir irgendwann zurück. Am besten mit einer Armee. Her. Darunter und drüber. Nepenta. Kutscherfreude. Das ist ganz praktisch, dass wir die jetzt hier auch finden. Ich glaube, für diese Stücke haben wir die gebraucht. Ja, tja. Ah. Bevor wir das machen, Ausrüstung. Hier wechseln wir auf den. Nein. Und bei dir wechseln wir auf den Stab. So. Beenden. So, beide kriegen 2 Punkte. Damit dürften wir die Aufträge alle haben. Ich werde jetzt nicht nochmal extra nach weiter zurückreisen. 19. Ich habe den Stab behalten wir jetzt trotzdem. Aber das Schwert wechseln wir wieder. Weil das Schwert ist schlicht und ergreifend einfach besser. Da würde ich gerne mal wissen, der Stab ist nicht besser. Und so. Haben wir jetzt die Kristalle rausgeschmissen. So, Selene. Ja, die Kristalle sind draußen. Dann wollen wir mal. Als erstes kommt hier der schöne Power Stone. Und dann beim haben wir einen grünen, dann haben wir noch einen roten, zwei blaue oder dann wenn der gelbe hier rüber. Nehmen wir doch den Pfad hier. Das ja um ausgeklappt. 6 Eile, 7 Zaubert. Eisriss. Der hat auch Eisriss. Da komm. Wassergrab. Der hat Tempo. Graben. Nehmen wir mal den. Heilende Quelle klingt gut. Plus 4 Magie. Erde. Hier schon Erde, wir Erde. Nehmen wir erstmal den da und dann schauen wir mal. Der hat auch Magie, aber Angriff noch. Tempo ist auch interessant. Magie und Zaubertempo.
Ah, nehmen wir erstmal den. So, und hier holen wir dann noch ein Donnerriss, Licht des Himmels, Magie. Kommen wir mal kurz bei Charakter. Tempo, was ist jetzt der insgesamt Wert? Ne, das ist plus 4, also müsste es 79 sein. 160. 79. Hat fast die Hälfte. Ich denke, das können wir mal so machen. Wo bist du dann? So, es geht weiter. Es geht immer weiter. Immer heiter, immer weiter. So. Wohin müssen wir dann? Hier nach Türkelung. Das sieht aus. Wir gehen. Ich glaube, wir gehen mal den direkten Weg. Einfach, absuchen müssen wir die Gegend sowieso nochmal, aber. Ich habe die Hoffnung, dass wir dann Myrna wieder zurückkriegen oder so. Wenn wir dann Myrna haben, können wir vielleicht auch dorthin den Auftrag machen. Jo, das war es eigentlich schon. So machen. Orokus. Und eine Brandbombe. Da vorne ist noch eine Kiste. Eine Mixtur. Und wir sollten uns mit besseren Heiltränken und Mana-Tränken eindecken. Vielleicht kriegen wir bis dorthin auch noch ein paar Level-Ups. Oh, das wäre dann auch ganz praktisch. Hier würde ich das Gebiet kurz. Das ist nämlich ein relativ guter Abschnitt. Ich bin nicht. Ja. Und da will ich nicht unbedingt. Da waren wir auch vorhin schon. Und da ist auch nichts. Dann kommen wir halt noch in Türkelum an. Hier lang. Da ist noch eine Kristall. Noch eine Kristall. Oh. Drüben war die. Kristall. Hier war noch irgendwas. Auch Kisten finden würde, wäre das ganz praktisch. Und wir haben einen Wurm gefunden. Töte einen Feind mit Hilfe von nachwirkendem Feuerschaden? Okay. Nee, das mache ich nicht. Nee. Das kann er vergessen. Ja. Warte mal. Und stärker. So. Hat sogar schon direkt ein Level Upgrade. Noch zwei dann. Oh, mutige Öffnung Donneres. Boah. Was wollte ich sagen? Weil noch zwei Level dann hat, dann können wir alle Kristalle einsetzen. Dort hinten ist so ein Lager. Ja. Da gibt es auch einen Auftrag wohl. Was willst du? Ragnar der Alchemist. Ach, die kennen wir doch. Ah, du hast uns unsere hast an unsere Abmachung gedacht. Ich bin froh, dass du es pünktlich geschafft hast. Ich glaube, du verwechselst mich mit jemand anderem.
Nein, ich bin ziemlich sicher, dass du das warst. Hier gibt es nicht so viele Leute mit Schwertern. Tatsächlich doch. Ach, sei doch nicht so eine Memme. Du hast ein Schwert. Du bist perfekt für diese Aufgabe. Ich habe gestern mehrere Purpurblütensamen gesät. Die werden bald blühen. Die verwelken so schnell, wie sie sprießen. Also brauche ich jemanden, der mir hilft, sie zu ernten, bevor es soweit ist, damit ich sie in ein Machtgläser füllen kann. Ja, komm. Dann los, schneide so viel ab, wie du kannst. Du kannst sie nicht übersehen. Sie sind groß und rot und haben sich um den ganzen Tabernakel hier herum ausgebreitet. Vergiss nicht, sie werden rasch verwelken. Du musst sie mir bringen, bevor ihre Zeit abläuft. Oder sie sind nutzlos. Aha. Das ist die da? Okay. Die? Groß, rot. Ah, die da. Gut. Ich hätte doch dann das Kätzchen mit holen sollen. War dann doch ein bisschen zu verwechseln. Da waren noch andere rote Pflanzen. So. Da ist auch noch eins. So rechts bei den Kristallfrucht, da muss ich dran denken. Aber jetzt sehe ich keine mehr. Doch, da ist noch einer. Eine Minute haben wir noch Zeit. Da links ist noch eine, die holen wir gerade mit. Wenn noch einer. Dann direkt vor der Tür. Dort rechts die zwei wollen wir nicht mehr. Wenn ich die Katze mit hole, klappt das. Zwei nicht, aber. Ja. Die hier haben wir bekommen. Reicht das? Wer wart ihr nochmal? Ach! Die Purpurblüten. Ah, ja, ja. Das reicht. Sollte reichen. Es bleibt sogar noch ein paar für die Suppe heute Abend. Wirklich nett von euch, dass ihr das einfach so kostenlos macht. Kostenlos? Aber wir haben doch nicht... Natürlich macht ihr das kostenlos. Ich kenne euch ritterlichen Typen. Ihr macht stets das Richtige und helft den Bedürftigen. Eigentlich... Ihr werdet es zwar gewiss nicht annehmen... Aber ich bestehe darauf, euch das hier zu schenken. Ich bestehe darauf. Eigentlich hatten wir doch abgemacht. Ich bestehe darauf. Okay, wir nehmen es. Ambrosia-Schild. Village Eye. Okay. Also diese Frau ist seltsam. Nennen wir sie seltsam. Dort links müssen wir noch die Kristallfrucht nehmen. Mixtur plus. Hopp. Und rum. Ach, und schon gibt es einen neuen Auftrag. Guck mal, wer es ist. Penta. Irgendwas stimmt mit den zwei nicht. Oh. Ah. Dieser Mann ist krank. Das habe ich gesehen. Riesring, kannst du mir helfen? Ich weiß beim besten Willen nicht mehr, welche Arznei ich ihm geben muss, um ihn zu heilen. Woran leidet er? Der hier ist wirklich ein Waschlappen. Er behauptet, er habe eine Grippe und da er nachts nicht richtig atmen kann, sei er zu müde, um sich zu bewegen. Och, das hatte ich irgendwann mal gewusst. Keine Ahnung.
meine, dass da was nicht. Ich probiere es mal mit Ätherblut. Dein Zustand verbessert sich nicht. Irgendetwas haben wir falsch gemacht. Keine Sorge, eine Karawane wird bald vorbeiziehen. Bring ihn in die nächste Stadt, wo ein Meister ihn behandeln kann. Okay, hat nicht geklappt. Ein Technofahr. Joa. Gut. Das hat nicht geklappt. Dann waren es, glaube ich, die Kristallnadeln. Aber vielleicht waren es doch die Umschläge da. Ja, wie auch immer. Irgendwann, relativ weit am Anfang, hat mir das mal einer erklärt. Da hat sich so ein Lehrling mit dem mit dem Chef gestritten. Aber ich weiß beim besten Willen nicht mehr, was die da genau gesagt haben. Dann hätte auch nicht gedacht, dass das für mich der von wichtig sein wird. So, hier müsste irgendwo Tür Kälum sein. Da ist eine Kiste. Our Stone, Wirbelhieb, Ausweichhaltung. Plus 5 Angriff, plus 6 Abwehr, plus ein Tempo. Der ist aber interessant. Was hat der? Plus 4 Angriff, plus 3 Magie. Plus 5 Angriff, plus 6 Abwehr, plus 7 Tempo. Wirbelhieb und Ausweichhaltung. Ja, komm. Alle dann. Nein. Hier wird's mechanisch. Das dürfte dann Tür Kälum sein. Da ist ein das Rad. Hat das jemand verloren? Hm? Will nicht wissen, wie die Radkappe dazu aussieht. Wird auch groß. Vor allem ist die Frage, was macht dieses Rad? Sieht eigentlich noch recht in Ordnung aus. Wobei, ich denke, das sieht leicht verbogen aus. Ach, da ist ein Speicherpunkt. Wir speichern kurz ab. Ruckelt mal wieder. Wir sind wieder in der Nähe einer Stadt. Das ist wohl immer so. Wird wahrscheinlich immer so sein, wenn wir eine Stadt betreten. Aber bevor wir in die Stadt gehen, einmal außen rum. Oder wir gehen nicht außen rum. Who's this? Thieves again? Oh no, even better. Lackeys from the Sanctorium. Okay. No, Draren, please don't do this. Hey, do what? You mean shower them with bullets? Pulverize them? Bang bang, you're dead? Because that's exactly what we were told to do. Wait, we're not here to start anything. We were told to guard the city gates, Draren, not to, to shoot everyone on sight. Too late. My gun's already warmed up, and it would be a waste of energy not to fire it now. You really are a piece of work. But I guess no one will cry over the death of a Sanctorian priestess and her bodyguard. Wait, guys, we're here to speak to Tyrannus. Everyone wants to speak to Tyrannus. Get in line, fool. No, actually, stand where you are. It'll be easier to shoot you. Okay, prügeln wir sie. Let's end this, quickly! Führe Angriff von hinten durch einen. Schade, dass es nicht fünf sind.
So. Runzeln. Interessant. Ach, das? Das nicht sehen? Alt, gell? Ja. Der. Erhöht den Schaden für den nächsten. Okay. Da. Keine Angriffe von hinten. Hoffen wir mal, dass nicht unbedingt den angreifen wollen. Nicht noch einmal. Ah, nicht. Den Selene macht zwar gerade, aber trotzdem. Und bumm. Ihr wolltet euch ja unbedingt mit uns anlegen, nicht? Ja, machen wir mal einen Eisschlag. Die sind gar nichts im Vergleich zu den Affen. Blitzschlag. Und jetzt schreibt, das ist doch schon mal was. So, dann nehmen wir einen normalen Schlag. Und was machen wir mit dir? Wir haben irgendwie gefühlt alle was Eigenes. Irgendwie. Das ist unsinnig, was du davor hast. Wassergraben. Und. Uff. Ich liebe diese Wasserblase. Ja, fast ist der Stab fertig. Also, dass ich ihn mit Kristallen komplett ausstatten kann. Why are you stopping us, Tyrannus? Can't you see we're busy? Draren, I don't want to repeat myself. Come on, Tyrannus! The only thing I can do around camp is guard duty. You're basically stealing my job here. Believe me, Draren, once I'm finished with our guests, I'll be dealing with you. Sheesh, I'm in for it now. Your men are a little trigger happy. Tell me about it. We try to find a job for every orphan and refugee who seek shelter here, but it's proving more complicated than our most challenging research. Alfarius sent us. I figured as much. Come with me. Okay. Welcome to Tyr Kalem. So, you came for Isauris. Isauris? The Resurgent. You'll find him in the scrapyard. In the scrapyard? Yes, you'll see. He's not hard to find. Wait a second. There's a Resurgent in Tyr Kalem, and you're telling me he's rusting at the bottom of a scrapyard? I don't know what Alfarius told you. Yes, Isauris is a resurgent, and yes, he shows every sign of remission from the corrosion. But his cure is... was... I don't know. A stroke of luck? A fluke? I don't know. We have spent months studying him, and we can't find anything useful. For all we know, the corrosion simply... ceased affecting him.
We couldn't synthesize a cure because there was nothing we could find. And if we here in Tyr Kalem came up short, I doubt your people in the Sanctorium could do better. No offense taken. And don't listen to his blabber. He'll make you run around in circles for his own entertainment. Sounds like this Isaurus is quite a handful. Be careful around him. We're speaking of someone who has known unspeakable torments, which has left him diminished. I suspect a part of him wishes to make the rest of the world suffer the way he has. We'll be careful. Thanks for everything, Tyrannus. He's not a bad man, Priestess. Please remember that. Okay, das klingt erstmal interessant. Ich denke, wir gehen mal recht schnell zum Schrottplatz diesmal. Kanonen. Ob die noch zum Einsatz kommen? Was sich bewegt. Genau gesehen. Reden wir mal mit dem. Wo ist denn der Schrottplatz? Der ist irgendwo da hinten. Für Kalem, die Stadt, in der jedem ein Zuhause garantiert wird. Üblicherweise ein Container oder eine alte Müllpresse. Und ein Job als Hausmeister. Perfekt. Oh. Für Kalem, die, ja. Keine Ahnung. Sagen wir beide dasselbe. Ihr. Kann ich euch was fragen? Schieß los. Habt ihr im Dschungel einen kleinen Jungen getroffen? Er ist wohl kaum älter als 10, vielleicht noch jünger. Nein, wieso? Da ist ein Kind im Dschungel. Sich selbst überlassen. Ich und ein paar andere Wachen haben nach ihm gesucht, seit ich ihn vor ein paar Tagen gesehen habe. Aber als ich mich ihm näherte, ist er weggerannt. Wir müssen ihn nach Tyr Kalem bringen. Er ist in Gefahr. Wenn er so lange schon überlebt hat, dann ist er vielleicht für das Leben in der Wildnis gemacht. Aber bald beginnt die Paarungssaison der roten Witwenlinge. Dann werden sie extrem territorial. Er hat überlebt, weil sie bis jetzt Winterschlaf gehalten haben. Wo sind seine Eltern? Hat er noch Familie? Das weiß niemand. Verstanden. Wir haben einen Nekro, vielleicht können wir seine Spur aufnehmen, wenn wir einen Ort finden, an dem er war. Okay. Das. Die Hand beißen. Okay, die Hand. Wir können hier runter, wir können auch auf der anderen Seite runter. Wir gehen mal auf der anderen Seite runter. Da, du hast dich bewegt. Okay, können wir nicht mehr. Die Musik hier ist irgendwie recht laut. Stell die mal etwas runter. Ich hoffe, die ist dann nicht zu leise für euch. Mir kommt es im Moment sehr laut vor. Warnes Brot ist das einzige Brot, das in diesem höllischen, feuchten Klima nicht über Nacht verrottet. Aber es ist hart wie Stein. Kleinen Kindern geben wir es nicht, weil sie sich die Zähne daran ausbeißen können. Gut. Hast du gehört? In Tyr Kalem ist gerade eine Priesterin. Was das angeht, was macht sie hier? Ich meine, es ist schließlich Tyr Kalem. Verbrennen sie ihre Götter nicht auf der Stelle, wenn sie die Ketzerstadt betritt? Weißt du, du siehst hinter was her. Ich weiß es einfach. Man sollte diesen Sanktoriumsleuten niemals trauen. Nun, ich rate dir, dich jetzt nicht umzudrehen. Ja. Du hast einen echt schlechten Ruf. Ja, eigentlich nur Sanktorium. Vermutlich der Schrottplatz ist eher unten. Treppe hoch ist dann nicht der richtige. Na, was hast du zu sagen? Ihr seid wegen Isaurus hier? Also, ihr seid den ganzen Weg hergekommen, um Isaurus zu sehen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Ja, ich habe schon mitgekriegt, dass das hier dass der irgendwie ein bisschen komisch ist. Aha, gucken wir erstmal hier. Jagdskittern. So, nehmen wir mal an. Boston und Nachtmonarchen. Ah, die haben wir auch schon gesehen. Nein. Ich wollte mit den Leuten hier reden. Neulich war ich mit meiner Mutter zum Bergen unterwegs und habe diesen seltsamen glühenden Schlauch gefunden. Ihr Gesichtsausdruck, als ich ihn ihr gezeigt habe, sie hat ihn mir geradezu aus der Hand gerissen. Okay. Okay, das ist selber. Okay. Hallo Priesterin, bist du hergekommen, die Stadt zu verfluchen? Oh, das wäre eine Idee. Wir haben schon lange keine Stadt mehr verflucht. Isuris ist lustig. Neulich hat er uns mit seinem Arm so sehr zum Lachen gebracht. Mit seinem Arm. Aha. Manchmal sehe ich mir die Kinder im Waisenhaus an und frage mich, wer schlecht da dran ist. Die oder wir? Aha. Meine Familie ist in Sicherheit. Mehr kann ich nicht verlangen. Auch hier in Tyrkelum werdet ihr Leute finden, die Reynan verehren. Selbst wenn das Konzil nicht eine Sekunde zögern würde, sie wegen Ketzerei zu jagen. Ja, ich habe schon mitgekriegt, das Sanktorium und das Konzil, die mögen irgendwie Technik nicht. Ohne Reynan gäbe es kein Tyrkelum. Das sollten die Cliffrierer vielleicht einmal bedenken. Boah, kann man so sehen. Hey, willst du mehr über Tyrkelum erfahren? Was ist mit diesem Schiff geschehen? Ich weiß zwar nicht, welches Schiff gemeint ist, aber okay. Nun, vor 15 Jahren war das Konzil weise und gerissen genug, um die Aschiliten zu einer Verhandlungsrunde zu locken, die man wohl als leicht voreingenommen bezeichnen könnte. Das Verbrechen sollte man erwähnen, geschah nicht auf Initiative des Konzils hin. Reynan, mögen die Götter seinen Namen segnen, schlug als erster und in aller Aufrichtigkeit ein Treffen vor, um die Möglichkeit eines Waffenstillstands zu diskutieren. Das Treffen sollte tausende Meter über dem Seelenruhsee stattfinden, in demselben Schiff, das nun in unserer Heimat ist. Noah, das zukünftige Tyrkelum. Nachdem die Aschiliten forderten, dass das Treffen in ihrem berühmten Schlachtschiff stattfand, gingen sie davon aus, dass Reynan ablehnen würde und ihnen so einen weiteren Grund geben würde, unsere Auen zu brandschatzen. Aber zur Überraschung aller nahm Reynan an, denn er war bereit, sich selbst für das Wohl von Herion in Gefahr zu bringen. Überrascht von Reynans Tapferkeit legten die Aschiliten eine zweite Bedingung fest, die er unmöglich annehmen konnte. Er sollte den heiligen Kristall bei den Verhandlungen bei sich tragen. Obwohl ihm bewusst war, dass es sich um eine weitere Intrige der Aschiliten handelte, unseren wertvollsten Schatz an sich zu reißen, nahm Reynan dennoch an. Beschämt von Reynans heldenhaften Mut, begannen unsere Gegner die Nerven zu verlieren. Also stellten sie eine letzte Bedingung, die wahrhaft schrecklich war. Sie forderten, dass Reynan allein kommen sollte, denn sie fürchteten, dass magische Können und Kampfgeschick unserer Krieger. Reynan nahm es nicht sofort an. Er wusste, dass er dem Tod in die Arme laufen würde, wenn er diese Bedingung annahm. Und doch sah er, gewitzt wie er war, darin eine einzige Möglichkeit, den Feind mitten ins Herz zu treffen. So ging er zu seinen vier Generälen, legte seinen Kranz zu Boden und kniete vor ihnen nieder. Denn um das, worum er sie bitten würde, bat er sie als Freund, nicht als ihr Anführer. Am Tag des Treffens wurde Reynan von vier alten Männern und Frauen begleitet, die er als seine Diener vorstellte. Den Aschiliten gefiel, was sie sahen, denn ihnen wurde klar, dass Reynan sein Wort gehalten hatte. Er hatte den heiligen Kristall mitgebracht, so hießen sie ihn und seine Begleiter arglos auf ihrem Schiff willkommen.
denn dort hatten sie ihre Falle gelegt. Dort, im Inneren ihres Schiffes, versuchten sie unseren Anführer zu ermorden. Auf eine Art, die so niederträchtig war, dass ich sie euren jungen Ohren nicht anvertrauen mag. Aber zum Glück für Herion war Rhaenen nicht allein. Die vier Diener waren in Wahrheit seine Generäle, denn sie hatten der schrecklichen Bitte ihres Anführers stattgegeben. Um ihre Feinde zu täuschen, hatten die Generäle eigenwillig den gefürchteten Samen von Yggdrasil zu nehmen. Eine schreckliche Arznei, die bei jenen, die es wagen, sie zu schlucken, die Alterung beschleunigt. Aber gleichzeitig auch ein mächtiger Trank, der die magischen Fähigkeiten bis an ihr äußersten Grenzen verstärken kann. Rhaenen wusste, dass die Acheliten ihren Teil der Abmachung nicht einhalten würden, aber auch, dass sie die alten Diener, die Rhaenen begleiteten, als harmlos abtun würden. Als die Falle der Acheliten zuschnappte, waren Rhaenen und seine Generäle bereit und setzten sich zur Wehr. Ohne Luft zum Atmen und ihr Fleisch von den abscheulichsten Waffen der Acheliten versenkt, hielten sie 3 Nächte und 3 Tage lang die Stellung, bis sie schließlich zum Reaktor des Schiffs schafften und ihn zerstörten. Einer von ihnen überlebte, bis auf Rhaenen, der ohne einen Kratzer dem Wrack entstieg. Um den Heldenmut und die Hingabe ihres Champions zu würdigen, gewähren die Götter Rhaenen, sich mit dem heiligen Kristall zu vereinen. Sie hatten ihm Unverwundbarkeit geschenkt. Und das ist der Grund, weswegen unsere heiligsten Anführer uns niemals enttäuschen. Denn er trägt das unbestreitbare Zeichen der ewigen Zustimmung der Götter in sich. Ich dachte, die Menschen hier in Tyrkaelum würden Rhaenen verabscheuen, schließlich der Anführer des Konzils. Rhaenen teilt Tyrkaelums Enthusiasmus für die Acheliten-Technologie vermutlich nicht, aber nichtsdestotrotz ist er ein Held, der von den Göttern gesegnet wurde und das letzte Bollwerk, das Herion schützt. Wir hoffen nur, dass er eines Tages unsere Bemühungen anerkennen wird, ihm zu helfen und den Krieg zu beenden. So, an der Stelle bedanke ich mich nur dann auch fürs Zusehen, wünsche noch einen gesegneten Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!